Ich habe mal wieder vor, Venna ein Upgrade zu geben. Es wäre jetzt der dritte Umbau, aber das ist halt, wie man so sagt, ne? Das erste Haus baut man für seinen Feind, das zweite für seinen Freund und das dritte erst für sich. Beim ersten Mal habe ich völlig undurchdacht alles eingebaut, was mir Spaß gemacht hat und was ich dachte, es ist gut. Beim zweiten Mal habe ich einige Verbesserungen vorgenommen und jetzt beim dritten Mal will ich einige Sachen, die sich im Laufe der Zeit nicht bewährt haben, verändern. Und ja, da nehme ich euch in diesem Video mit. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch was davon abschauen. Okay, lasst uns starten! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Venna dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich wollte auch mal kurz zeigen, was ich hier im Auto verändern will. Die rechte Seite bleibt bestehen, das Bett ist super. Ich will die linke Seite verändern. Ihr seht schon hier, das ist schon alles ein bisschen ausgeleiert. Vom Gebrauch, vom Fahren sieht nicht mehr so schön aus. Der Schrank hier mit den Schubfächern, der ist super. Nur der ist ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt auch schon neue Platten eingezogen, aber händelt sich immer ein bisschen schwierig. Daher kommt der Schrank komplett raus und wird erneuert. Bei diesem hier überlege ich immer noch, ob ich den lasse oder ob ich den auch rausreiße, denn dahinter ist mein Klo. Und ja, ich will praktisch die ganze linke Seite hier erneuern und habe noch nicht wirklich einen Plan, wie. Auf jeden Fall soll das mit den Schubfächern eigentlich so bleiben. Ja, ich reiß das einfach raus und dann schauen wir mal, wie es wird. Ach, ist wieder mal richtig gemütlich hier bei mir. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das mit der Seite hier mache. Ich glaube, lasst euch einfach überraschen. Hört man den Regen? Ich finde das so, so gemütlich hier drin. Guten Morgen, heute ist Samstag, der nächste Tag also. Und wenn ich nicht draußen kochen kann, dann mache ich das drin. Hier mache ich gerade mein Kaffeepulver fertig für meinen Kaffee. Jetzt wird abgewaschen, das geht auch hier drinnen. Ganz klassisch wird das Wasser heiß gemacht, erwärmt wie draußen auch. Und dann ist hier mein Schüsselchen, wo ich alles reinige. Und was ich mit dem Wasser mache, das kommt ins Klo. So spare ich mir den Abwasserbehälter und das Klo muss sowieso irgendwann ausgeleert werden. So, draußen ist jetzt richtiges Kackwetter. Heute waren zwischen 0 und 40 Grad in der Sonne alles. Und darum habe ich beschlossen, bevor es jetzt wieder anfängt zu regnen, will ich jetzt hier meine Kartons auspacken und die Fächer und Schränke für Venna zusammenbauen. Also bis jetzt ganz fantastisch. Hier stehen nämlich die Zahlen drauf. Man braucht nicht ins Register gucken, welche Nummer das Teil hat, sondern alles steht drauf. Perfekt. Und hier genauso, als wenn ich nachher anfange zu fluchen, erinnert mich dran, dass ich am Anfang sehr begeistert war.
So, der ist erstmal fertig. Die Platte hier oben werde ich nicht befestigen. Da kommt wieder meine Holzplatte drauf. Und wisst ihr, was das Coole ist? Die Schubfächer fliegen nicht raus. Die haben so einen Stopp. Und ich hatte ja vorher schon so einen ähnlichen Schrank. Da sind die schon von sich aus nicht rausgekommen. Und jetzt ist noch so ein Stopp dran. Also kann nichts passieren. Geil. So, der zweite ist auch schon fertig. Einfach perfekt für Frauen aufzubauen. Und alles ist geschraubt. Man kann super einfach wieder auseinandernehmen, wenn man es nicht mehr braucht. Und hier seht ihr jetzt diese Schubkästen-Festhalter. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Hier ist sogar so Befestigungsmaterial bei. Ich habe ja hinten Leisten im Auto. Da kann ich das dann super einfach am Auto befestigen, ohne dass die umkippen dann. Hier sind ja Leisten drunter. So, easy peasy. Jetzt erstmal den alten Schrank raus, bevor der neue rein kann. So, und das hier muss ich auch noch abmachen, weil der Folierer will ja an die Fenster rankommen. Die sind eigentlich gut zugänglich. Hier nehme ich einfach die Körbe weg. Und hier habe ich noch eine Solargirlande. Da ist der Solarempfänger oder das Panel, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und das muss natürlich auch ab, wenn der an die Scheibe muss. Es geht weiter. Heute will ich hier den Rahmen verstärken, weil der ist etwas wackelig. Und dann will ich die Schränke anpassen, so dass nächste Woche die Scheiben foliert werden können und ich die Schränke wieder einbauen kann. Und dann wird die erste Probefahrt unternommen. Wo ich schon mal alles ausgebaut habe, habe ich hier gleich mal das Solarpanel aufgebaut. Um die große Powerstation, oh, sieht man gar nicht, um die große Powerstation zu laden. Und hier sind so, lädt auch gerade. Mal sehen, wie lange es dauert, bis sie zu 100% voll ist. Ja, ich habe auch eine elektrische Säge, aber heute ist Feiertag und die Nachbarn. Daher wird heute Handarbeit geleistet. Männer unter euch, sage ich schon mal im Voraus, ich bin kein Zimmermann. Ich arbeite einfach so, wie ich mir das denke. Und ja, bis jetzt hat es ja 3 Jahre lang gehalten. Und ich lerne aus meinen Fehlern. Daher stabilisiere ich das jetzt noch ein bisschen. Baue jetzt auch noch eine Leiste in die Schränke ein. Der Fehler, den ich vorher gemacht habe, ich hatte die Schränke komplett fertig zusammengebaut draußen und dann hier eingeschraubt. Jetzt habe ich praktisch nur so einen kleinen Rohbau und finalisiere sie hier vor Ort, passe alles an. So wird es mal aussehen. Sie stehen jetzt erstmal nur drin. Und was ich meinte mit stabilisieren, zeige ich euch mal. Da der Schrank kein echtes Holzstück ist, will ich hier hinten noch eine Leiste einziehen, um die mit dieser Leiste zu verbinden. Denn beim letzten Schrank, passt mal auf, was da passiert ist, das dünne Material hat den Schrauben nicht so gut standgehalten. Daher will ich jetzt hier beim neuen Schrank ein Holzstück einschrauben. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Rückenverblendungen einbaue, da die eh nichts halten und optisch ist es gar nicht nötig. Da ja hier vorne alles mit Schubfächern bestückt ist und man gar nicht nach hinten sehen kann. Es kann auch nichts rausfallen, denn die Schubfächer sind relativ groß. Daher, schaut mal, so soll's werden. Los geht's. So, jetzt passe ich die Holzstücke hier ein, wo genau sie hin müssen, dass ich sie auch mit dem Gestell da hinten verbinden kann. Und dann schraube ich sie in die Schränke ein. So, das Brett Nummer 1 ist eingebaut. Ich habe noch Scheiben untergelegt, dass diese dünne Wand nicht so sehr strapaziert wird, aber es hält super.
Ihr müsst natürlich darauf achten, dass euer Schubfach trotzdem zugeht. Ich habe es ausprobiert, bei mir funktioniert es. Zack! Jetzt sind die Handwerker und Handwerkerinnen unter euch gefragt. Erzählt doch einfach mal, wie habt ihr es gemacht? Bitte in die Kommentare. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt werden die beiden Leisten hier miteinander verbunden. Seht ihr? Und dann ist der Schrank am Gestell befestigt und unten wird er noch befestigt, wenn ich das abgesägt habe. Und an den Seiten noch ein Winkel. So, jetzt einmal die Füße absägen. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, die Rückwände einzubauen. Dazu habe ich das ausgeschnitten. Ging ganz leicht mit Cuttermesser, denn die geben mir noch mal ein bisschen Stabilität. Daher schraube ich das jetzt an. So, hier habe ich jetzt zwei Winkel am Boden befestigt. Da wird der Schrank einfach draufgestellt und hierdurch befestigt. So sieht es dann aus. Dann hat er hier zwei Befestigungen und das, was ich heute Morgen gebaut habe, da und da, das sollte halten. Ja, so sieht es am Ende dann aus. Die oberste Bohrung mache ich praktisch durch beide Schränke, sind die gleich miteinander verbunden. Ja, Bodenverankerung ist jetzt fertig und jetzt baue ich wieder meine Fit- und Spülmittelablage an. So soll es sein. Tada! So, und jetzt kommen hier oben die Schienen ran. Mal sehen, wie das klappt. Das habe ich noch nie gemacht. So, nur dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Die kommt praktisch hier ran. So, könnt ihr mal schauen. Das Brett ist noch nicht dran, aber zack. Und runter. Mein Brett hat noch keine Kanten. Und da ich das wahrscheinlich nicht lange mit ansehen kann, mache ich jetzt noch schnell Kantenumleimer rum. So, jetzt geht's zum Folierer. Es ist das letzte Mal, dass es hinten durch die Fensterscheiben so hell ist, denn wenn ich sie in 4 Stunden abhole, dann ist es dunkel. Ja, es ist fertig und jetzt fahre ich nach Hause, denn ich muss ja die Schränke noch einbauen. Ich will ja übermorgen wieder auf Tour gehen. Schnell noch tanken gefahren, aber man sieht es gar nicht. Also kann ich leider nicht zeigen. Sieht aus wie ein Spiegel. Auf jeden Fall ist da noch eine Wärmeabstrahlung mit drin. Das heißt, das Auto ist jetzt nicht mehr so warm im Sommer. Und perfekt, man kann nichts sehen. Es ist wie ein Spiegel. Das Folieren der 6 Scheiben hinten 294,50 gekostet. Steht jetzt auch drin. Passt perfekt. Jetzt nur noch anschrauben und dann kann es bald losgehen. Es ist super spät geworden. Ich sehe fast nichts mehr im Auto, aber schaut mal. Tada! Er ist drin. Perfekt. Platt ist auch schon oben fest. So, ich bin tatsächlich fertig. Wirklich richtig fertig. Alles drum und dran angebaut, was ich noch anbauen wollte. Und ich zeige es euch mal. Die Roomtour, die mache ich allerdings dann, wenn ich unterwegs bin. So, hier sind wieder meine Seife und alles zum Abwaschen. Dann habe ich hier noch den Grill und den Windschutz für den Kocher dahinter gestopft. Hier sind meine ganzen Tubfächer. Oh, ist jetzt ein bisschen dunkel. Da steht auch wieder alles, was dahin gehört. Flaschen, faltbare Eimer, eine Schüssel. Dann habe ich hier auch alles. Oh, das muss ich euch mal unbedingt zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Ich versuche es mal. Und zwar habe ich unter
diesem Vinyl, ich weiß nicht, wie das ist ja mein Fußboden, das habe ich auch hier auf die Fensterbretter drauf gemacht. Und da habe ich unter ganz starke Magneten geklebt. Und jetzt halten die Tassen hier und können nicht runterfallen während der Fahrt. Fand ich eine coole Idee. Mal sehen, ob sich's bewährt. Und jetzt zeige ich euch noch eine kleine Überraschung vom Wetter heute Abend. Ich weiß nicht, bei YouTube habe ich ja noch nicht so oft meinen Garten gezeigt, wenn überhaupt. Ich gehe mal mit euch aufs Feld da lang. So, hier ist jetzt mein Gartenzaun. Und hier hinter sieht es momentan so aus. Cool, oder? Ich habe hier jeden Abend die schönsten Sonnenuntergänge. Oh Mann, tut mir leid. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass mein Auto fertig ist, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, die Roomtour zu drehen. Also geht's heute los. Herzlich willkommen in meinem neuen alten Auto Volume 3. So, was sich verändert hat. Hier ist jetzt ein Brett so dran. Vorher hatte ich hier eins zum Einhängen. Im Schrank ist einfach Küche und Kleiderschrank. Da fehlt jetzt auch ein Schubfach. Das ist in meinem Schlafzimmer. Da kommt dann wieder frische Socken und so weiter rein. Dann habe ich hier hinter einen Falteimerspiegel. Also hier ist einfach so ein Korb hintergeklemmt. Hier sieht man es ein bisschen. Und die Dinger finde ich übrigens ganz gut. Viele fragen mich immer, wie ich die Gardinen befestigt habe. Mit diesen Dingern, das sieht man praktisch gar nicht und man kann auch gleich die Lichterkette dran befestigen. Verlinke ich euch alles unten. Ja, ich habe immer eine Flasche dabei, dass ich nicht so viel Plastik verbrauche. Hier sind auch noch Kerzen drin. Das ist fürs Klo, Katzenstreu, Feuchttücher, Klopapier, meine Abwaschschüssel. Hier sind Müllsäcke und Besteck. Dann habe ich hier mein Thermometer und eine Lampe, die ist einfach nur mit Magneten hier angehangen. Mein Küchenlicht sozusagen. Hier ist mein Bad drin. Ja, ihr seht, Bürste und so weiter. Ein Schubfach, was jeder hat, mit Krempel. Bups, das ist meine Kaffeemaschine. Ich trinke auch ganz gern mal so Dinkelkaffee. Kaffeemühle, Kaffeemaschine und Kaffee. Meine Stirnlampe, das Wichtigste, was man immer mal so braucht. Dann haben wir hier meine Trockentrenntoilette. Ich habe übrigens diesen Stepsel schon mehrmals verloren. Darum hängt er jetzt an einer Strippe. Und die ist praktisch, ich stelle hier meine Füße hin und kann mich dann draufsetzen. So kann ich auch mal aus der Seitentür, wenn ich irgendwo parke, schnell aufs Klo huschen. Ja, hier ist noch so eine Krempelbox, da ist mein Staubsauger drin. Hier hinter sind meine Reinigungsmittel versteckt. Meine beiden Powerstation, ein Stuhl, Yogamatte habe ich auch meistens dabei. Die Gardinen hier, die hier zwischenhängen, die mache ich zum Fahren meist hoch. Dann kann ich auch hinten durch den Rückspiegel schauen. Momentan habe ich noch mein Schlafsack hier drin. Im Sommer fahre ich dann mit meiner Bettwäsche. Hier ist eigentlich so alles, was Technik betrifft. Stativ, Solarsachen, ja, Kabelei und so weiter. Hier sind die Thermomatten für die hinteren Fenster. Die brauche ich jetzt nicht mehr so unbedingt, außer wenn es kalt wird. Dann habe ich hier, ihr seht, das ist immer noch recht frisch, meine Akkuwärmedecke. Und hier drunter ist meine Bettwäsche. Dann habe ich im Sommer wieder mehr Platz, wenn das alles raus ist. Aber momentan lasse ich es lieber noch drin. So sieht es jetzt hier von hinten aus. Hier habe ich so ein Fach, wo ich immer mal so alles rein... Lichterkette geht an. Alles reinmache, was ich auf die Schnelle brauche.
Dann haben wir hier Handtücher, Abwaschzeug, Decke, so wo man schnell mal hinten das Auto öffnet und zack reingreifen kann. Und dann habe ich hier meine beiden Tassen, die sind hier mit Magneten befestigt, dass sie nicht runterrutschen können. Und meine Lichterkette ist übrigens solarbetrieben. So, Matte einfach zwischen die Füße. Hier sind meine dicken Socken für die kalten Nächte. Und das hier ist eine Klappe. Ja, was habe ich denn hier drin? Ein Tarp, eine Decke. Hier ist noch so eine Isomatte. Fürs Lagerfeuer so ein kleiner Ofen. Dann habe ich hier ein Tablett mit Füße. Das stelle ich immer raus, wenn ich morgens frühstücke. Da kann der Kocher rauf. Kocher, Wasserbehälter. Ich habe jetzt einen mit einer großen und einer kleinen Öffnung. Lässt sich einfach besser reinigen. Der war halt ein bisschen teurer, aber ich finde es mal schöner, wenn man ihn reinigen kann. Ja, und hier vorne ist der Krempel, den ich eigentlich nie brauche, aber was man halt immer so mitschleppt. Stromsachen, Brennspiritus. Ja. Hier ist übrigens noch meine Lösung für Duschbad und Fit. Hier ist für den Kocher der Windschutz und der Toaster und mein Schwamm zum Abwaschen. Hier hinter klemmt noch ein Handfeger. Hier drunter kommen im Sommer dann die Schuhe, weil ich habe eigentlich meistens Flipflops an und hier kommt man nur von außen dran. Ihr seht, bei mir ist die Sitzbank noch drin. Die ist nur umgeklappt. Hier ist der Sitz, hier ist die Lehne. So, mein Beifahrersitz. Hier habe ich mir in so einem Campingladen so eine Tasche gekauft. Fand ich ganz praktisch. Die ist jetzt momentan noch nicht für die nächste Tour bestückt. Nur von der letzten. Halt ein paar Getränke. Ein Heizer. Ihr seht, ich bin eine Frostbeule. Hier sind Regensachen. Noch ein paar Ersatzschuhe. Gummistiefel. Die finde ich total praktisch. Schaut mal, kann man einfach über seine Schuhe drüber ziehen und braucht nicht extra Gummistiefel mitnehmen. Und hier sind noch ein paar dicke Sachen. Küchenrolle. Hier ist das Kabel für die Solarlösung, die ich habe. Ich habe so eine Falttasche. Noch ein Ventilator. Im Sommer ist es immer echt heiß. Im Süden. Und hier ist noch gar nichts drin. Und hier unten steht dann im Sommer die Kühlbox. Passt genau hin. Was ich immer wichtig finde, einen Mehrwegbecher dabei zu haben. Dann spart man jede Menge Müll, wenn man sich immer einen Kaffee holen möchte. Ja, das war's erstmal. Habt ihr irgendwas vermisst oder nehmt ihr irgendwas mit, was für euch super wichtig ist, was ich jetzt nicht dabei habe? Dann schreibt das gern mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, euch ein bisschen inspiriert und ihr folgt mir einfach, wenn ich mit dem Auto, das heißt übrigens Svenner, wer es noch nicht weiß, ja, wenn ich mit dem Auto bald zum Beispiel nach Sizilien fahre.